Jesus sagt, empfangt meine verwandelnden Küsse und seid geheilt. 31. Oktober 2014, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Er möchte uns küssen und mit uns tanzen und die Schönheiten des Himmels erkunden. Er liebt es, geküsst zu werden. Es ist der reine Austausch der Herzen, nach welchem er sich von seiner Braut sehnt. Er möchte uns im Geist küssen, weil wir ihm alle so lieb und teuer sind, seine künftige Braut, und es wird nichts Sinnliches beinhalten. Jesus begann: Diese Küsse von mir verwandeln euch von bloßen Tongefäßen in goldene Gefäße der göttlichen Liebe, durchtränkt von der verwandelten Liebe zu euch. Ich heile die Wunden, die Narben und die leeren Orte, die einmal voller Freude waren, aber betrogen wurden und für immer verloren sind. Tiefe, schmerzhafte Risse in euren Seelen, in welche ich das Öl der Freude gieße. Ich führe euch zur Erfüllung, damit eure lebendigen Wasser überfließen und jede durstige Seele, der ihr begegnet, innig davon trinken kann. Aber dies wird niemals geschehen, wenn ihr mich meidet und die Ausreden und Lügen glaubt, mit welchen der Feind versucht, unsere Beziehung zu sabotieren. Habt ihr Freunde, die am Boden zerstört sind aufgrund einer Scheidung? Jene schmerzhaften Risse können ein für alle Mal geheilt werden durch meine Liebe, wenn ihr willig seid, mich zu suchen, bis ihr mich findet, um in meine Ruhe einzutreten und das Öl der Freude und Fröhlichkeit tief in die Wunden eindringen lässt. Trauert ihr über den Verlust eines geliebten Menschen, der einen qualvollen Tod starb durch Krebs? Dieser Riss kann auch geheilt und mit Erkenntnis und Liebe angefüllt werden, damit ihr diesen Balsam auch über andere verletzte Seelen gießen könnt. Seid ihr verwirrt und enttäuscht aufgrund eures Versagens? Aufgrund eurer unerfüllten Träume? Steht ihr einer trostlosen Zukunft ohne Sinn gegenüber? Setzt euch zu mir. Erlaubt meiner Liebe, eure Hoffnung wiederherzustellen. Erlaubt mir, diese dunklen und einsamen Orte mit meiner Liebe zu durchdringen. Und ich werde euch herausführen. Ich werde euch auf die Weiden des Lebens mit kristallklaren Quellen führen und euch das Ziel eurer Träume zeigen, wo all eure Gaben, Talente und Träume offenbar werden durch meine mächtige Gnade, die durch euch arbeitet. Ich sage euch die Wahrheit, da ist keine Wunde zu tief, kein Traum zu unmöglich, kein Leben unerreichbar. Ich werde euch in die Fülle eures Lebens führen, damit ihr genau diese Dinge tun könnt, für welche ihr erschaffen wurdet. Und ihr werdet eurem Leben gerecht werden, jenseits eurer wildesten Träume. Und das Beste von allem, ich werde euer ständiger Begleiter sein. Ihr werdet euch niemals alleine fühlen. Ich werde euch niemals im Stich lassen. Und am Ende eures Lebens wird das Feuerwerk losgehen, während ihr in meine Arme aufsteigt, an den vollkommensten Ort, den ich nur für euch erschaffen habe. Ich sage es noch einmal, jenseits eurer wildesten Träume.